bin Susi Paschke und ich bin vor ein paar Wochen von Berlin nach Paris gekommen, um meinem Bruder Paul aus der Patsche zu helfen. Ich hol mir einen Joghurt. Ich kann keine Eier mehr sehen. Sag mal, möchtest du eigentlich mal mit mir über Anna reden? Oder möchtest du lieber nicht? Ich wüsste nicht, was es da zu reden gibt. Ja, dann kennen Sie sicher auch Anna Paschke. Sie ist meine Schwägerin. Kennen Sie Anna? Oh ja. Ja? Nein, Thomas Dobner-Robatschinski. Ich bin Pauls Freund und Nachbar. Berliner, wa? Na klar. Ich werde mich beschweren. Ich hole meinen Rechtsanwalt. Das ist typisch Polizei, unschuldige Bürger einzusperren. Aber ich werde nichts zugeben, weil ich nichts getan habe. Vor einem Jahr, als wir im Urlaub waren, da haben wir ihn ins Heim gegeben. Und da hat ihn eine Schwester verführt. Und jetzt glaubt er, dass er sich immer ausziehen muss, wenn er eine Frau in Uniform sieht. Erregungsautomat? Ja, habe ich mir einbauen lassen. Na? Das ist der Fühler, der misst meine Herztätigkeit. Und das Kabel da geht runter zum Computer und der hat einen Sender. Und sobald mein Herz bei so einer Erregung schneller schlägt oder heiß wird, macht's bei mir Ding-Dong. Also, das ist Joko. Und Joko, das ist die tolle Susi und ihr bescheuerter Bruder Paul. Joko? Wer ist Joko? Paul arbeitet bei Jetbus. Und ich muss jetzt endlich rauskriegen, warum ihn Anna verlassen hat. Hallo, ich bin da. Lulu, Susi, Onkel Otto. Typisch. Da kommt man nach einem schweren Arbeitstag abgeschlafen nach Hause und kein Mensch ist da, der einen begrüßt. Sitzt da und faulenzt. So schön möchte ich es auch mal haben. Also ich bin im Moment Meine hier... Papa, hast recht, Susi. Womit hat Susi recht? Susi hat gesagt, es schafft von früh bis spät der Mann, die Arbeit der Frau ist nie getan. Hat sie nicht gesagt. Hat sie doch, ich hab's ja gehört. Ja, gesagt hat sie es schon, aber es stammt nicht von ihr. Es ist ein altes Sprichwort. Wie soll es alt sein? Du hast es noch nie gesagt und Onkel Otto auch nicht. Was ist mit Onkel Otto? Was hat er nicht gesagt? Es schafft von früh bis spät der Mann, die Arbeit der Frau ist nie getan. Wer hat es denn gesagt? Susi. Hat sie nicht. Lulu lügt. Ich habe nicht gesagt, dass Lulu lügt. Ich habe nur gesagt, dass... Also gut, sie hat's gesagt. Und sie hat gesagt, besser spät als nie. Das sagt die Post. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, wer was gesagt hat. Papi, ich muss dich was fragen. Nicht jetzt, Lulu. Wieso nicht jetzt? Frag ihn nach dem Essen, da geht's ihm besser. Mir geht's jetzt schon ganz gut. Warum schreist du dann so? Ich schreie nicht! Es klingt aber so. Weil ihr mich beim Abendessen wahrscheinlich wieder die ganze Zeit... Vor dem Abendessen. Und so begrüßt man Paul auch nicht nach einem schweren Arbeitstag. Komm, wir fangen noch mal von vorne an. Wo willst du denn mit mir hin? Geh raus und komm noch mal nach Hause. So ein Quatsch! Hier, deine Jacke. Was soll denn das? Jetzt. Seht mal, wer da kommt. Onkel Otto, Lulu. Es ist Paul. Guten Tag, lieber Papi. Was? Tatsächlich Paul. Das freut mich, mein Junge. Wie war es bei der Arbeit? Weißt du, heute Morgen da war es... Oh, das tut mir aber leid. Setz dich doch, lieber Papi. Wieso? Ich sitz doch schon. Lulu, dein Vater sieht müde aus. Ja, schon gut, schon gut. Schluss jetzt. Du hast recht. Ich mach jetzt das Essen. Ich komm mit. Lulu, wie war's in der Schule? Lulu. Ja? Sag bitte den Tölsch. Komme. Und du, Onkel Otto? Heute Onkel Abend Otto? Davon ja? Würdest du bitte das Brot schneiden? Mach ich. Kann ich vielleicht auch was in der Küche helfen? Um Gottes Willen, nein, du musst dich entspannen. Du hast den ganzen Tag schwer gearbeitet. Hab ich? Also, wenn ich genau darüber nachdenke, war es eigentlich ein ziemlich ruhiger Tag heute. Ich habe herrlich gegessen, jetzt trinke ich Kaffee und ihr arbeitet. So soll's doch sein, oder? Ja, ich werde ab... Oh nein, Onkel Otto, lass mich doch. Nein, Papi. Also gut, dann nicht. Übrigens, was wolltest du mich eigentlich vorhin fragen? Soll ich? Mhm. Darf ich eine Geburtstagsparty geben? Ja, warum denn nicht? Susi hat ja gesagt. So habe ich's auch verstanden. Was denn? Es ging die ganze Zeit nur um eine Geburtstagsparty? Ja, aber sie wird nicht ganz billig. Ach so. Aber Lulus Freund Robert hat auch am Samstag Geburtstag. Ja und? Seine Mutter ist damit einverstanden, dass wir zusammen feiern. Sie übernimmt die Hälfte der Kosten. Ja wunderbar, dann übernehme ich die paar Bierblumen und sie die Torten. Du brauchst überhaupt nichts zu helfen. Schon wieder nicht? Joko hilft uns. Wirklich, du brauchst keinen Finger Och, zu rühren. Ich will aber helfen. Und ich will es auch. Klasse, das wird toll. Also gut, dann machen wir jetzt einen Handel. Ich übernehme am Samstag deine Geburtstagsparty und du machst jetzt deine Hausaufgaben. Ne? Jetzt hast du nichts eingelegt. Ja. Die musst du alle anrufen und einladen. Samstag, 2 Uhr.
Du kannst es ihnen doch selbst sagen. Du siehst sie ja in 10 Minuten. Den Müttern musst du Bescheid sagen. Das ist so Sitte. Ja, ja, klar. Mann. Ich habe den Herd abgestellt. Der brannte noch. Und du hast den Eisschrank offen stehen lassen. Hoffentlich hast du ihn zugemacht, sonst geht er kaputt. Entschuldige, dass ich mich nicht von dir verabschiedet habe. Mach nichts, Papi. Dafür finanzierst du mir meine Party. Eine Hand wäscht die andere. Aha, die wird auch immer frecher, was? Deine Tochter. Ha? Guten Morgen, ein wundervoller Tag. Woher weißt du das? Aus dem Radio, Wetterbericht. Seine gute Laune schafft mich. Was hast du gegen gute Laune? Sie macht normale Leute sauer, besonders morgens. Müsst ihr nicht gehen? Ja, und zwar sofort. Ich sehe meinen Namen nicht auf der Liste. Wann soll ich denn bei der Party antanzen? Das ist mir neu, dass du eingeladen bist. Ist mir neu, dass du heute zu Fuß zur Arbeit gehst. Warte, Samstag 2 Uhr. Ja, jetzt darfst du wieder mitfahren. Was? Ist doch ein Wort. Ach so, tschüss. Ja. Tschüss. Muss das jetzt sein? Ach. Ich gehe auf den Champs-Élysées spazieren. Spazieren auf den Champs-Élysées? Er spaziert bald ins Gefängnis, wenn er so weitermacht. Gute Idee. Da trifft man sowieso dieselben Leute wie auf den Champs-Élysées. Die Dinger machen einen Krach, ist ja schrecklich. Ich bewundere dich, dass du mit diesem Höllenapparat umgehen kannst. Wie pflückst du den Staub auf mit Stäbchen? Nein, das überlasse ich Tommy und das funktioniert hervorragend. Aber darf ich es mal versuchen? Ich habe das noch nie gemacht. Aber das ist doch ganz einfach. Du musst hinten draufdrücken, dann saugt der vorne. Aber lass Tommy weitersaugen. Denn wo steht geschrieben, dass immer nur die Frau putzen soll? Übrigens, Tommy hat gesagt, dass Anna eine bessere Putzfrau war als wir beide zusammen. Eine bessere Putzfrau? Ja, das sind wir Hausfrauen doch für die Männer. Typisch, Mann. Was hat dir Tommy noch über meine Schwägerin Anna erzählt? Nicht viel, nur dass sie deinen Bruder verlassen hat. Na, das weiß ich auch. Deswegen bin ich ja hier. Aber warum? Warum sie Paul verlassen hat, das hat dir Tommy nicht gesagt, oder? Tommy macht es sich einfach. Er sagt, eine Ehe geht gut, weil das eine stimmt. Du weißt schon, was ich meine. Und wenn sie schlecht geht, stimmt das eben nicht. Naja. Ja, ja, der liebe blöde Sex hat ja auch schon so manchen Mist gebaut, oder? Aber bei Paul und Anna gab es bestimmt noch andere und wichtigere Probleme, glaube ich. Hat Paul nie darüber gesprochen? Nö, wenn ich ihn darauf anspreche, wird er böse, sauer und stumm. Also dann hat er sicher Probleme mit der Sexualität. Wieso? Weil die Leute über alles quatschen, nur nicht über ihr Sexualleben. Stimmt, was du sagst. Da ist die ganze Welt verlogen und verklemmt. Aber was kann man da machen? Wenn deine Theorie stimmt, dann hat das, verstehst du, dann hat das, worüber man nicht spricht, die beiden auseinandergebracht. Und du willst sie wieder zusammenbringen? Ja. Erstens braucht Lulu wieder eine Mutter, zweitens braucht eine Frau und drittens muss ich wieder nach Berlin zurück. Ich habe ja auch noch ein Leben zu kämpfen, meins. Aber was sollen wir tun? Kann ich dir vielleicht helfen? Ja, du bist eine Frau mit Erfahrung. Du wirst Paul zeigen, wie man's macht. Ich meine das, worüber man nicht spricht. Meine Erfahrung gibt es nur in Tommys Gerede. Das darfst du nicht so ernst nehmen. Weißt du, ich habe nicht viel Erfahrung. Ja, also ich kann es ihm nicht zeigen. Warum willst du es ihm zeigen? Vielleicht hat er sie die Probleme mit dem, worüber man nicht spricht. Ja, aber sie ist weggelaufen und er spricht nicht über das, was wir meinen. Also hat doch er, verstehst du? Aber wie schaffen wir es dann, mit ihm darüber zu sprechen, worüber man nicht spricht? Joko, wir werden wissenschaftlich vorgehen. Es gibt nichts, was man nicht aus Büchern lernen kann. Wir werden Paul mit der richtigen Literatur versorgen und der Kittel ist gefleckt. Hast du solche Bücher? Ruf mal eine Buchhandlung an. Paul war schon immer gut mit Maschinen und Räten. Wissenschaftlich und so, da kennt er sich aus. Eine verrückte Idee, Sex aus einem Buch zu lernen. Na, kochen kann man ja auch aus Büchern lernen. Schon, aber wenn du beim Kochen einen Fehler machst, kannst du noch mal von vorn anfangen. Aber dabei kannst du doch nicht immer das Buch in der Hand haben, oder? Ah, 567 87 09. Das ist im Quartier Latin. Ich bin sicher, dort findest du etwas, was das Kamasutra übertrifft. Ah ja, das klingt gut. Aber nur, wenn eine Frau dran ist. Wenn ein Mann antwortet, hängst du wieder ein. Ja? Augenblick, bitte. Es ist eine Frau. Bonjour, Madame. Ich habe einen Wunsch. Das heißt, ich suche, genauer gesagt, ich möchte einen Mann, besser gesagt, für meinen Bruder ein wissenschaftliches Buch. Aber auch nicht zu wissenschaftlich. Vielleicht ein bisschen künstlerisch. Man spricht ja da auch von Liebeskunst, nicht wahr? Was ich will? Na, ein Buch über Sex? Ja? Tatsächlich? Das klingt aber interessant. Wirklich? Ja. Gut, ich hol's nachher bei Ihnen ab. Wie ich heiße? Ich heiße... Sag ruhig. Susi Paschke. Und Sie? Madame Wildschrei. Gut. Was? 80 Francs und 57 Centime. Gut, bis später. Das war schlimmer als beichten.
Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein, Mademoiselle? Nein, danke. Entschuldigen Sie. Ja? Ich suche, das heißt, ich warte auf... Ist sie hier? Wer? Mademoiselle Wildschrei. Nein, meine Schwester ist nicht hier. Sie musste leider dringend zum Zahnarzt. Und solange sie weg ist, müssen Sie mit mir vorlieb nehmen. Oh. Sind Sie sicher, dass ich Ihnen nicht behilflich sein kann? Nein, nein. Sie hat ein paar Bücher für mich ausgesucht und zurückgelegt. Ach, warten Sie. Das hier sind die einzigen, die sie für jemanden reserviert hat. Sind das vielleicht die Bücher, die Sie suchen? Nein. Ja, ich sehe keine anderen. Da sind keine. Schade. Danke. Entschuldigen Sie. Aber das macht doch nichts. Das sind nicht die Bücher, die ich wollte. Das tut mir leid. Aber wenn ich schon mal in einer Bücherei bin, dann kann ich auch andere Bücher kaufen, nicht? Aber selbstverständlich. Alles, was Sie wollen. Nein, nein, es tut mir schrecklich leid, aber ich muss Ihnen sagen, dass die hier schon verkauft sind. Zumindest reserviert. Ich nehme sie nur ein paar Tage mit, dann kann ich sie ja wiederbringen. Tut mir leid, aber das ist völlig unmöglich. Aber sind Sie denn auch ganz sicher, dass das nicht die Bücher sind, die Sie bei uns abholen wollten? Ganz sicher, ja, ganz sicher. Und dann die Bücher sind auch nicht für mich, sondern für meinen Bruder. Oh, jetzt verstehe ich. Die sind überhaupt nicht für Sie. Und die Sache ist wahrscheinlich vertraulich. Ja. Es ist Ihnen sicher peinlich, dass Sie einen Mann als Verkäufer angetroffen haben und nicht etwa eine Frau. Warum soll es mir peinlich sein, dass Sie ein Mann sind? Ist es Ihnen peinlich, dass Sie ein Mann sind? Nein, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass diese Art von Publikationen Ihnen unter Umständen... Also, jetzt verlange ich klar und deutlich, dass Sie mir sagen, ob das die Bücher sind, die Sie hier abholen wollten. Och, ich glaube nicht. Für wen sind Sie denn reserviert? Ein Augenblick. Für Mademoiselle Susi Paschke. Das ist meine beste Freundin. Ach was, Ihre beste Freundin? Ja, ist das nicht ein wahnsinniger Zufall? Es ist ein wahnsinniger Zufall. Susi Paschke, ja, und ich bin Ihre beste Freundin. Joko Dobnoratschajkowski. Dobnoratschajkowski, das ist ein schöner Name. Ja, und ich helfe Susi, wo ich kann. Sie hat ja so viel zu tun. Also bringe ich ihr die Bücher mit, da spart sie sich den Weg. Das ist aber sehr nett von Ihnen. Wiedersehen. Ich glaube, ich kriege von Ihnen 550 Franc, Mademoiselle Paschke. Augenblick. Hallo? Hier Buchhandlung Wildschrei. Hallo? Niemand dran. Haben Sie Fräulein Paschke zu mir gesagt? Ja, das habe ich, Mademoiselle Paschke. Und wieso 550 Franc? Wieso so teuer? Na ja, das sind sehr viele Bücher. Alle über dasselbe Thema. Daher bin ich überzeugt, dass meine Schwester sich vorgestellt hat, dass sie sich nur eines dieser Bücher für ihre Zwecke aussuchen. Können Sie mir eins davon empfehlen? Das hier ist sehr bemerkenswert. Sex ist kein Geheimnis mehr. Das klingt gut. Haben Sie schon gelesen? Gelesen? Ich bin der Autor. Er sieht nicht übel aus, der Mann. Ich begreife überhaupt nicht, warum der sowas schreibt. Vielleicht ist es ein Tagebuch. Ich krieg eine richtige Gänsehaut. Aber das ist ja hinten. Du musst vorne anfangen. Aber das ist ja unfassbar. Ist er das? Na, so genau habe ich ihn mir doch nicht ansehen können. Aber da steht eine Widmung drunter. Meiner lieben Mutter, Frühling 1980. Na, dann wird es wohl von ihm sein. Komisch, wie kann er nur so ein Buch seiner eigenen Mutter widmen? Autoren widmen immer. Und da diese Blonde, was macht die wohl? Mich interessiert, wie sie das wohl macht. So? So? Ah, so macht sie das. Ob man für so etwas richtig trainieren muss? Wenn du das kannst, bist du olympiareif. Naja, besonders sportlich bin ich nicht, aber die Olympischen Spiele sind in 4 Jahren, da habe ich noch Zeit. Trainier das mal in einer Turnhalle, da verpassen sie dir gleich eine rote Karte. Da schau, so viele Männer, das ist ja fast eine ganze Fußballmannschaft. Ja, aber sie spielen nicht Fußball. Och, das finde ich nicht fair, 1 gegen 11. Aber sie lächelt wie die Mona Lisa. Weißt du was, Susi, wir sollten das Buch verbrennen. Ja. Oder vielleicht sollten wir es irgendwo verstecken, um es nur von Zeit zu Zeit zu lesen. Du hast recht, das Buch ist nur für Erwachsene. Oh, schau, das ist aber schön. Schön? Nein, nein, ich meine natürlich fürchterlich. Ja, dabei muss man sich doch verletzen. Na ja, Artisten arbeiten ohne Netz. Ich hätte nie gedacht, dass Sex so eine gefährliche Sache ist. Deswegen ist der hier wohl auch angebunden. Joko,
Das ist nichts für uns. Ja, stell dir vor, Tommy sieht das. Er würde es abscheulich davon finden. Davon bin ich nicht überzeugt. Du meinst, das würde ihm... Und Paul, wie er wohl reagiert? Er ist sicher dagegen. Ich glaube nicht, er war schon immer für Reformen. Trotzdem, wenn er das alles lernt, was in diesem Buch steht, kommt Anna sicher zurück. Und das wollen wir doch. Ja, aber was ist mit dem Buch? Der Zweck heiligt die Mittel und dieses Buch dient in diesem Fall einem guten Zweck. Heute Abend knall ich es Paul auf den Tisch. Peng! Sehr gut. Und ich lasse mir Fotokopien machen von den nicht ganz so schlimmen Seiten. Und die schenke ich Tommy zum Geburtstag. Joko. Was willst du denn? Das Leben ist eine ständige Schule. Das hat Gottfried Keller gesagt. Und Goethe hat behauptet, man lernt nur von dem, den man liebt. Aber heute Abend brauche ich es wieder. Danke. Sie wird es lieben. Sie wird sich freuen. Ein schönes Geburtstagsgeschenk für unsere kleine Lulu. Selbstgebackene Kekse. Bist du bereit? Ja, der Countdown hat schon begonnen. 200 Gramm Butter. Over. 200 Gramm Butter. Roger. 180 Gramm Zucker. Over. 180 Gramm Zucker. Roger. 2 Eier. Over. 2 Eier. Roger. 220 Gramm Weizenmehl. Over. 220 Gramm Weizenmehl. Roger. 2 Teelöffel Backpulver. Over. 2 Teelöffel Backpulver. Roger. 4 Esslöffel Kakao. Over. 4 Esslöffel Kakao. Roger. 2 Esslöffel Vanillezucker. Over. 2 Esslöffel Vanillezucker. Roger. Butter schmelzen. Over. Butter schmelzen. Roger. Einrühren Zucker, over. Einrühren Zucker, Roger. Einrühren Ei, over. Einrühren Ei, Roger. Einrühren Kakao, over. Einrühren Kakao, Roger. Teig anrühren, over. Teig anrühren, Roger. Oh, jetzt! Was? Teig kneten, over. Backen 200 Grad, 8 Minuten, over. Im Ofen backen 200 Grad, 8 Minuten, Roger. Fertig. Roger, over and out. Roger, over and out. Das haben wir toll gemacht. Dafür kriegen wir vom Bundespräsidenten das goldene Kuchenblech. Ach, Susi, seitdem du in Paris bist, scheint hier die Sonne. Und mit dir kann man so richtig schön meckern. Meckern ist gesund. Meckern schafft Luft. Meckern befreit. Schön, lass uns meckern. Du fängst an. Ich habe keine Spielkameraden. Ich habe auch keinen zum Spielen. In meinem Leben tut sich nichts mehr. In meinem Leben tut sich noch nichts. Ich möchte noch mal jung sein und richtig auf die Pauke hauen. Tolle Weiber und so. Ich möchte endlich alt sein und weise. Mehr Aufregung möchte ich haben. Keine Aufregung, mehr Ruhe. Und ich will, dass man mich braucht. Ich will zu was Nütze sein, verdammt noch mal. Ich auch. Du auch? Ich auch. Was machen wir dann? Wir müssen aufhören zu meckern und etwas tun, was uns unentbehrlich macht. Zum Beispiel die Kekse aus dem Ofen holen. Na, das ist ein schlechtes Beispiel. Hör auf zu meckern. Ja, aber wie machen wir daraus jetzt Kekse? Mit Hammer und Meißel, wie ein Bildhauer. So geht es aber nicht. Wenn ihr mich fragt, müsst ihr die Kekse erst ausstechen und dann backen. So ein Mist. Jetzt können wir wieder von vorne anfangen. Ein Glück, dass sie erst morgen Geburtstag hat. Susi, willst du es wirklich tun? Ich hab schon getan. Du hast ihn angerufen? Vor einer halben Stunde. Und kommt er? Heute Abend zum Essen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich werde Paul nie dazu bringen, dieses Buch von Claude zu lesen. Also ist das besser, Claude kommt hierher und redet direkt mit ihm. Von Mann zu Mann, vom Arzt zum Patienten. Aber wozu sollen denn Tommy und ich dabei sein? Damit es unauffälliger wirkt. Paul darf doch nicht ahnen, worum es geht, sonst flippt er aus. Claude will ihn unterschwellig aufklären. Er wird mit uns allen darüber reden, und zwar so, dass Paul gar nicht merkt, dass er gemeint ist. Aber das werde ich nicht schaffen. Stell dir vor, er fragt was oder zeigt Bilder aus seinem Buch. Was sage ich dann? Beruhige dich, Joko. Das wird alles nicht passieren. Claude wird sehr diskret vorgehen. Dass er solche Bücher schreibt, das wissen doch nur wir beide. Und dabei wird es auch bleiben. Basta! Also bis nachher. Du, ich bin schon richtig nervös. Keine Sorge, ich habe die Sache voll im Griff. Glaubst du, dass Susi in den Bengel verliebt ist? Ich weiß nur, dass sie mich gestern über Sex ausfragen wollte und heute einen Mann zum Abendessen eingeladen hat. Und du denkst, dass die beiden nicht wissen, wie es geht? Genau, denn solange Susi mich darüber ausfragt, hat sie es auch noch nicht getan. Klingt logisch, aber was sollen Joko und ich dabei? Damit Susi nicht merkt, worum es geht. Mensch, wir müssen sie unterschwellig aufklären, das ist der Trick. Also du, bis nachher. Das ist ja eine tolle Sache. Es hat wirklich fantastisch geschmeckt. Muss ich auch sagen, es war wirklich prima. Ja, mal lernt es auch der Dümmste. Keine falsche Bescheidenheit. Sagen Sie, Claude, womit verdienen Sie denn Ihre Brötchen, wenn wir schon beim Essen sind? Ich schreibe. Für Zeitungen? Nein, ich schreibe Bücher. Könnte ich eins davon gelesen haben? Oh, du solltest mit dem Trinken aufhören. Und was schreiben Sie so? Science-Fiction, Krimis, Abenteuer, Love-Stories?
Na ja, ich schreibe von all dem ein wenig. Also mein Hauptinteresse sind die menschlichen Beziehungen. Alle, absolut alle Beziehungen. Zum Beispiel das Aufeinanderprallen der Emotionen und emotionellen Projektionen aller Wesen. In den tiefsten Tiefen des Unterbewusstseins stecken die animalischen Triebe. Außerdem natürlich auch die Gegenströmungen, die diese wiederum hervorrufen. Sowas verkauft sich schlecht. Sie sollten etwas Sex reinbringen. Was halten Sie davon, dass Sex immer mehr in der Literatur vorkommt? Das finde ich abscheulich. Warum denn? Das hat in Büchern nichts zu suchen. Und wie, würden Sie dann sagen, sollte die sexuelle Aufklärung Ihrer Meinung nach stattfinden? Sex lernt man auf der Straße, wie es sich gehört. Oder von Freunden. Von guten Freunden. Die kann man immer um Rat fragen. Paul, wir sind hier unter Erwachsenen. Und Sie sollten wissen, dass wir alle, die wir hier versammelt sind, brauchbare Antworten suchen auf dringende Fragen, die uns bedrängen. Keine falsche Scham, Claude. Es handelt sich um intime Fragen, nicht wahr? Und es war richtig, dass Susi und Sie sich in diesen Fragen an einen Mann wie mich und Tommy wenden. An erwachsene, erfahrene Männer. Fragen Sie also frank und frei, solange es die Ohren der Damen nicht beleidigt. Wie können Sie nur vermuten, dass ein dermaßen ästhetisches und ungemein wichtiges Thema in irgendeiner Weise die Ohren der Damen beleidigen könnte? Ohne Uniform schon gar nicht. Nur Leute in Uniform sind immer beleidigt. Onkel Otto! Nun, Sex kann auf vielerlei Arten schmutzig sein und das lässt sich dann eben nur mit schmutzigen Ausdrücken beschreiben und das könnte dann... Dann sagen Sie doch, woran man erkennen könnte, dass diese wunderschöne Intimität nun schmutzig ist oder nicht? Wenn man sich hinterher schämt. Oder wenn man sich vorher schämt. Oder währenddessen, was? Was will der? Was hat der? Ich hoffe, wir haben die beiden nicht zu sehr aufgeregt. Es sieht so aus, als würden sich bei Ihrem Bruder die Sexprobleme derart steigern, dass höchste Alarmstufe gegeben ist. Und bei seinem Freund ist es genauso. Es sind unbewusste Verdrängungen. Ist es so schlimm? Na, Sie haben es doch selbst gehört. Was schlagen Sie vor? Tja, ich überlege gerade, ob ich nicht eine Psychologin hinzuziehe, die sich auf dieses Gebiet spezialisiert hat. Ich bin da mit einer Dame bekannt, die sich bisher für meine Arbeit sehr interessiert hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir beide Paul bei seinem Problem helfen könnten. Ja, aber wir müssen vorsichtig sein. Kommen Sie doch morgen Nachmittag vorbei. Da hat Lulu eine Geburtstagsparty und bei dem Durcheinander können Sie am unauffälligsten arbeiten. Warum nicht? Wir werden da sein. Sie haben mein Wort. Claude möchte sich von euch verabschieden. Auf Wiedersehen. 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 Armer Teufel. Es war wohl doch zu viel für ihn. Ich habe 7 Liter Kakao gekocht. Hoffentlich reicht das. Du spinnst. Ich bin der einzig Normale im Haus. 7 Liter. Lulu hat ein paar Schulfreunde eingeladen und nicht die französische Armee. Und was ist da drin? Bier? Oh, Kakao. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Kaum blase ich in die Dinger rein, zerplatzen die in 1000 Fetzen. Tja, was du anfasst, geht ihm in Scherben. Und die 2, wie hast du die hingekriegt? Die sind von Joko, sie bläst fantastisch. Zündet die Kerzen an, die Kinder kommen gleich. Was denn, Kerzen auch noch? Man kann auch alles übertreiben. Deine Tochter hat Geburtstag und nicht meine. Sei ein lieber Vater. Hm? Das bin ich. Lulu soll immer das Beste haben. Und darum hättest du statt Kerzen lieber bessere Kekse kaufen sollen. Denn die hier, die schmecken schon auf 2 Kilometer nach Supermarkt. Supermarkt? Reg dich nicht auf, der hat ja keine Ahnung. Die schmecken bestimmt gut. Hm, wo hast du die gekauft? Gekauft? Banausen seid ihr. Mutter Paschke habt ihr vergessen. Großmutter Paschke und Urgroßmutter Paschke. Zum Kindergeburtstag gibt es immer Selbstgebackenes. Das ist Tradition. Und im Namen von Susi bin ich jetzt sauer und verlasse diesen Raum. Na. Seid ihr fertig? Es geht gleich los. Wie findet ihr mein neues Kleid? Toll, einfach toll. Du siehst aus wie Shirley Temple. Wer ist das denn? Ach, du lebst doch im vorigen Jahrhundert. Hör nicht auf ihn. Du siehst aus wie Marilyn Monroe. Die kenne ich auch nicht. Du siehst aus wie Lulu Paschke. Wunderschön. Sie kommen! Entweder Lulu ist zu jung oder wir sind zu alt. Vielleicht hätte ich sagen sollen, du siehst aus wie Biene Maya. Psst, lass bloß das Flittchen im 3. Stock aus dem Spiel. Ja, nicht die Maya. Die Fernsehbiene, Mensch. Thank you.
ist los, Lulu? Gefällt euch das nicht? Märchen sind doch out, Papi. Und so ein Kindertheater will doch kein Mensch mehr sehen. Na, was macht ihr dann den ganzen Nachmittag? Na, was schon? Fernsehen. Und spielen Sie da heute die Dingsbums da, die Biene Maya? Du hast einen Knall. Wir schauen uns Liebe der dritten Art an. Liebe, was für eine Art? Ist eine Mars-Love-Story. Hört doch auf. Mit UFOs und Weltraum und so. Tschüss, ihr Märchenonkel. Darauf sollten wir eine Flasche Champagner trinken. Suff ist die einzige Waffe gegen die Jugend, die uns Alte so alt macht. Jugend ist etwas Wundervolles. Es ist eine Schande, dass man sie an Kinder vergeudet. Stammt das von dir? Nee, von George Bernard Shaw. Schade, den Spruch hätte ich dir gegönnt. Papi, Robert hat zum Geburtstag einen Helikopter bekommen. Er hat gesagt, du sollst ihn wieder in Gang bringen. Wieso ich? Weil du bei Jetbus arbeitest. So, so, weiß das der kleine Schlaumeier. Aber was er noch gesagt hat, sage ich dir lieber nicht. Komm, komm, was hat denn Robert noch gesagt? Dass der Jetbus nichts taugt und dass die Concorde viel schneller fliegt. Ach, so ein Quatsch, das kann man doch überhaupt nicht vergleichen. Die Concorde ist ein Überschallpleitegeier und in den Jetbus gehen doppelt so viele Leute. Und sag mal, wie alt ist denn der Bengel überhaupt? Heute 10 geworden, wie ich. Das ist so eine freche Rotznase. Ach, reg dich nicht so auf. Kindermund. Und dann hat er noch gesagt, wetten, dass dein Alter den Heli nicht zum Fliegen bringt? Na, du! Prost, Leute, und Happy Birthday! Komm, Tommy, denen werden wir es zeigen. Mach mal den Brummer allein, ich baue so lange die Autorennbahn auf. Was für eine Autorennbahn? Mein Geschenk für Lulu. Tommy, Lulu ist dein Mädchen. Ja, das weiß ich, aber so können wir da alle mit dir rumtoben. Paul, ich, du. Oder willst du, dass wir mit ihrem Puppen spielen? Ich mache auf. Hoffentlich noch so ein Kind-Ager, dann kommt Stimmung in den Laden. Guten Tag, Susi. Tag, Claude. Tja, also, da wären wir. Erlauben Sie bitte, dass ich bekannt mache. Das ist meine Mitarbeiterin Sonja. Die Psychologin. Psychiaterin, ja, genau. Psychoanalytikerin, Neurologin und Pädagogin für Sexualerziehung. Ich kenne mich dadurch in allen geläufigen Komplexen aus. Bei den anderen selbstverständlich auch. Ist das eine Freundin von Lulu? Nein, Onkel Otto, von Claude. Schade, für eine 10-Jährige sieht sie noch ganz gut aus. Aber ich hab's mir ja gleich gedacht, dass dieser Literat Komplexe hat. Für mich ist es wirklich keine Überraschung, dass Ihnen Ihre Frau weggelaufen ist. Aber nein, versteh doch. Es war die Frau von Susis Bruder Paul, die davongelaufen ist. Er ist als absolut normal zu bezeichnen. Hallo Claude, schön, dass Sie mit Lulu Geburtstag feiern wollen. Spielt Ihre Freundin auch gern mit Autos? Ich baue nämlich gerade die Autorennbahn auf. Wer ist das? Ist das die Frau, die ihrem Bruder weggelaufen ist? Nein, das ist sein bester Freund. Das ist Tommy. Er ist Jokos Mann und Joko ist meine Freundin. Ich verstehe. Also gut. Tommy! Tommy, schau mal, er fliegt nicht! So, ich hab's geschafft, er fliegt richtig! Schau mal, und zwar immer um mich. Oh, Claude! Na, so eine Überraschung. Hallo? Oh. Oh, Mist, jetzt steht der Vogel schon wieder. Entschuldigen Sie mich. Und der? Wer ist das? Das ist Susis Bruder. Ah, ich hab gedacht, das wäre seine Tochter Lulu. Nein, das ist ihr Vater. Ihr Vater oder ihre Mutter? Komm, Kinder, wer macht mit? Der Grand Prix von Monte Carlo ist gestartet! Lulu, was für ein Zufall. Stellen Sie sich vor, ich habe die Nacht mit Ihnen verbracht. Nein, im Traum natürlich, es war sehr schön. Sie waren ein sehr nettes Känguru in meinem Traum und wir waren Kaninchen. Irgendwer hat uns in den Beutel des Kängurus gesteckt, damit wir darin übernachten. Und am nächsten Morgen waren dort über 1000 Kaninchen. Das ist komisch, ja, oder? Nur mussten sie dann unheimlich viele Karotten fürs Frühstück einkaufen. Hör mal, statt die alle ins Irrenhaus einzuliefern, wäre es doch viel besser, sie hier zu behalten und umgehend ein Feldlazarett einzurichten. Das ist eine fantastische Idee. Dann müssen sie eine schicke Uniform anziehen, so wie im Fernsehen, die Geliebte von Eisenhower. Weißt du was, ich fange am besten mit dem hier an. Das scheint ein dringender Fall zu sein. Kommen Sie mit, junger Mann. Mit Vergnügen, Frau Oberstabsarzt. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Also eine große Hilfe scheint Ihre Sonja nicht zu sein. Es geht doch um Paul. Wer kümmert sich jetzt um ihn? Na, wer könnte sich schon um ihn kümmern? Ich, selbstverständlich. Also, man erzählt sich, dass sie immer ihre Hose verlieren, wenn sie eine Frau in Uniform sehen. Eine interessante Geschichte, die man sich da erzählt. Und Sie? Haben Sie schon mal Ihre Hose bei einem Mann in Uniform verloren? Ja, ich meine, nein. Das ist natürlich etwas völlig anderes und auch nicht so oft. Ach, stellen Sie mir doch nicht solche Fragen. Sie haben mich doch auch gefragt. Ja, aber ich bin der behandelnde Arzt, Sie sind der Patient. Ich stelle die Fragen und Sie antworten. Ärzte sind auch krank. Polizisten auch und Richter auch. Warum sagen Sie alle, dass Sie gesund sind? Warum darf man Sie nie fragen, ob Sie auch mal eine Macke haben? Aber ich will Ihnen doch helfen, Onkel Otto. Jeder Mensch braucht Hilfe. Jeder hat einen Knall. Der Präsident, der Minister und der Pfarrer. Und keiner will's zugeben. Und Sie auch nicht. Ich habe einen Knall? Ja. Sie suchen bei anderen, was Sie bei sich selbst nicht finden. So, und was finde ich nicht bei mir? Antworten. Antworten? Antworten auf Fragen, die Ihr Unterkörper an Sie stellt. Aber machen Sie sich nichts draus. Psychologen suchen den Schuh, der Sie drückt, meist in der Wohnung nebenan. Oh, Sie sind ein faszinierender Fall, Onkel Otto.
Darf ich gleich mit der Behandlung beginnen? Geht es Ihnen so schlecht? Nein, wir beide fühlen uns nicht ganz wohl, Sie und ich. Ach, was soll's. Ich sage Ihnen jetzt ein Wort und Sie sagen mir, woran Sie bei dem Wort denken. Zum Beispiel Wein. Suff. Gut. Fußball. Vorsätzliche Körperverletzung. Sehen Sie, Sie haben das System begriffen. Dann können wir anfangen. Also, woran denken Sie, wenn ich Ihnen jetzt sage Liebe? Friedhof. Was, Friedhof? Ich sage Liebe und Sie denken an Friedhof? Wie kommen Sie auf Friedhof? Meine erste Liebesnacht. Oh je, auf dem Friedhof, das war sicher furchtbar. Es war nicht so schlecht. Die Sommernacht war heiß und der Marmor angenehm kühl. Der Marmor kühl? Ja, kühl und hart. Und wie alt sind Sie denn gewesen bei Ihrer ersten Nacht? 16. Und das Mädchen? 40. Erregt Sie meine Geschichte? Oh nein, lieber Himmel, nein. Aber erzählen Sie bitte weiter, ich bitte Sie, erzählen Sie weiter. Die Dinge sind relativ, Claude. Ich mache mir um Onkel Otto keine Sorgen. Er ist unschuldig wie ein Kind. Aber in den Gesetzen nennt man so etwas Erregung öffentlichen Ärgernisses. Dann muss das Gesetzbuch eben umgeschrieben werden. Ja, dann stellen Sie sich mal den umgekehrten Idealfall vor. Alle Frauen verlieren beim Anblick einer Uniform die Hose. Dann gibt es keine Kriege mehr. Ja, und das kann man doch nicht als öffentliches Ärgernis bezeichnen. Onkel Otto ist ein Vorkämpfer des Friedens. Also, diese Theorie ist sehr interessant. Das ist eine sehr interessante Theorie. Von wem ist sie? Von Professor Allwright oder von den skandinavischen Forschern von Halvorsen und Trakk? Von meiner Großmutter, Lisa Paschke. Oh, und das macht, ich meine, man wird dabei aufgeregt? Oma Lisa war immer begeistert davon. Oh, eine Dusche, eine heiße Dusche. Mit Wasser, heißem Wasser. Oh, das muss ich sofort ausprobieren. Wo ist hier das Bad? Zweite Tür rechts. Zweite Tür rechts? Ja. Paul, Lulu sagt, dass ihr Freund Robert dich für eine Flasche hält, weil du den Helikopter nicht zum Fliegen bringst. Ist doch eine Frechheit, was sie heutzutage für kompliziertes Kinderspielzeug bauen. Pass auf. Kabel A in Buchse B. Und beim Einsetzen der Batterie Steuerknüppel waagerecht ziehen. So, dass Stromkontakt zum Motor entsteht. Dann Batteriedeckel schließen, ohne Kabel B vorher in Buchse C zu stecken. Dann erst Steuerknüppel loslassen. Hör auf, komm, das kann sich doch kein Mensch merken so schnell. Also, was ist los mit Buchse B und Kabel A? Kabel A in Buchse B. Ja? Es ist der Stress, der die Männer unserer Epoche impotent macht. Hallo? Hallo? Da ist niemand dran. Oh. Oh, ich bin total erschöpft. Ist das eine Hitze? Und ich bin überhaupt nicht erregt. Kein bisschen erregt. Sie haben einen Fehler gemacht. Welchen denn? Ich habe heiß geduscht. Ja, aber zu lange. Oh, ich verstehe. Und was soll ich jetzt machen? Nochmal duschen. Nochmal? Aber wie denn? Kalt. Kalt? Er flieht! Wird ja auch höchste Zeit, so eine Blamage. Die Kinder lachen uns jetzt schon aus. Die sollen froh sein, dass ich das Ding überhaupt zum Fliegen gebracht habe. Jetzt? Greifen Sie doch endlich an, los! Was ist? Ah, ja. Paul. Ja? Das Thema, das ich selbst für das Wichtigste und das Brennendste unserer Zeit halte, ist doch ohne Zweifel, dass das bis heute ungelöst geblieben ist. Das Thema der Erotik. Ach ja, Claude, entschuldigen Sie. Susi hat es mir schon angedeutet. Sie beide suchen Antworten auf diese brennende Frage. Claude! Ja? Sie machen mich wahnsinnig mit Ihrer umständlichen Theorie. Packen Sie doch endlich zu! Idiot, merkst du denn nicht, dass die beiden allein sein wollen? Wenn du hier dumm rumsitzt, kann er doch nicht zupacken. Ja, aber ich komme gleich nicht. Sie sind ein Versager. Ja, genau. Das sagen alle Frauen zu mir. Und ich habe einfach keine Erklärung dafür. Paul! Ja? Sonja sucht dich! Sie will unbedingt mit dir reden! Vielleicht schafft sie es, dass Paul Anna zurückgewinnt. Wer ist Anna? Das ist die Frau, wegen der Sie hier sind. Ja? Toll. Wo ist sie? Darf... Sie wollten mich sprechen? Ja, aber doch nicht hier. Aha, gut, dann warte ich so lange draußen. Nein, nein, bleiben Sie. Ich friere. Wieso? Warum frieren Sie? Ich habe eine neue Technik ausprobiert. Eine kalte Dusche. Wärmen Sie mich. Kalt ist Unsinn. Der Dreck geht nur mit warmem Wasser runter. Oh, Sie machen einen großen Fehler. Sie haben nicht das Recht, diese Sache als Dreck zu bezeichnen. Ah, jetzt komme ich dahinter. Daran ist vielleicht Ihre Ehe gescheitert. Am Dreck? Natürlich, ein bisschen Dreck hat immer dazu gehört. Kennen Sie die Friedrich-Technik? Nie gehört. Und das Verfahren Heidelberg? Ja, was ist das? Eine Weiterentwicklung der Methode von Miller und Young in New York. Ja? Und was haben die da weiterentwickelt? Den Kontakt der Körper auf chemisch-seelischem Weg. Das ist mir zu kompliziert. Ach du liebe Güte, wie machen Sie denn Liebe, wenn Sie Liebe machen?
Das Werfen einer Torte, der deutliche Ausdruck einer unterdrückten Sexualität. Raus! Schon gut, wir gehen ja. Aber wissen Sie, wenn man jemanden zur Tür hinauswirft, ist das der deutliche Ausdruck einer umgekehrten Sexualität. Raus! Schon gut, aber nach dir, mein Liebling. Ja. So, Lulu, und jetzt feiern wir alle deinen Geburtstag. Oh, ja, volle Pulle! Hol jetzt alle deine Freunde her. Ach, die sind doch schon alle weg. Was? Die sind schon weg? Ja. Oh, gute Nacht. So ein Mist. Happy birthday to you. Happy birthday. Ach, doch, zu spät. Nee, komm trotzdem los. Happy birthday, dear Lulu. Happy birthday to you. Gute Nacht, Bande. Lulu. Ach, Tante Susi, ich bin gerade eingeschlafen. Warum liegst du denn in meinem Bett? Weil ich sicher sein wollte, dass ich dich heute noch sehe. Mich?
Ja, schau mal, das war in einem roten Päckchen. Mensch, ist das schön. Und auch noch aus Silber. Von wem ist es denn? Das hat mir Mutti geschickt. Ist sie nicht spitze? Ja, ich glaube auch. Sie ist bestimmt spitze. Schade, dass sie so lange verreist ist. Das macht nichts. Sie kommt sicher bald wieder. Und dann machen wir nochmal so ein Superfest wie heute. Wie heute? Aber Lulu, heute ist doch alles schiefgegangen. Die Kekse waren wie vom Supermarkt. Der Kakao hat euch nicht geschmeckt. Statt Kuchen wolltet ihr Cola und statt Märchen Fernsehen. Aber Tante Susi, gerade darum war es doch das beste Geburtstagsfest, das wir je hatten. Wieso das denn? Na, weil wir einmal das tun durften, was wir wollten. Und das war einfach wunderbar. Siehst du, so einfach ist das. Und jetzt kannst du dein Ding-Dong wieder ausstellen. Gute Nacht. Du bist auch spitze. Schlaf gut. Gute Nacht. Mit mir hast du rumpostiert und mit dem altgewordenen Gigolo bist du auf die Matratze gegangen. Augenblick mal, was haben Sie da zu mir gesagt, hä? Gigolo, ich habe es sehr wohl verstanden. Jetzt verschwinden Sie doch endlich. Sag ich ja, ist ein Trottel. Er hätte ihr schöne Stunden schenken sollen, dann hätte sie ihm teure Geschenke gemacht und nicht umgekehrt. Quatsch, Susi, wir warten mit dir, bis Papi wieder Geld hat. Das mit der Penthouse-Dame ist ja bald vorbei. Was weißt du schon von der... Was hast du gesagt? Da staunst du, was? Die Kinder sind zwar klein, aber doch nicht bekloppt. Wir kriegen alles mit. Mahatma. Es ist Weihnachten, Paul, nicht Karneval. Paul ist tot, es lebe Mahatma. Ist Mahatma sowas wie Meshuggel? Wunschzettel. Lieber Papi, liebe Tante Susi und lieber Onkel Otto. Ich weiß, wir haben dieses Jahr wenig Geld und darum ist das Einfachste. Ihr schenkt mir ein Pony. Ich habe die Idee, ich verkaufe Kartoffelsalat. Mahatma, jetzt hat Susi Ofen erwischt. Dabei haben wir mit dem anderen Mahatma eben schon genug zu tun. Und wer sind Sie, junger Mann? Ob Sie es glauben oder nicht, ich bin der Gerichtsvollzieher. Aber nennen Sie mich Billy, klingt netter. Der Gerichtsvollzieher? Doch. Und bitte jetzt, bitte gleich, Senorita. Hier. Feuer!